Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Der frühere Nationalspieler Fabian Ernst ist neuer Besitzer eines dänischen Zweitligist. Urheberrecht Getty Images. 25. Februar 2019, 21.33 Uhr. Der früher deutsche Nationalspieler Fabian Ernst kauft einen dänischen Zweitligisten. Langfristig plant er den Aufstieg in die erste Liga. Ex-Bundesliga-Profi und Nationalspieler Fabian Ernst hat den dänischen Zweitligisten Næstved Boldklub gekauft. In Dänemark gehört mir seit neuestem ein Verein, bestätigte der 39-Jährige dem Online-Portal Sportbuzzer den Deal. Demnach sei der Kauf bereits im Januar vollzogen worden, allerdings erst jetzt öffentlich geworden. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Alex Fayet, der in Ghana eine Fußballakademie betreibt, haben die beiden den Club aus Südseeland zu einem überschaubaren Betrag erstanden. Ich musste dafür keinen Kredit aufnehmen, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi, der in seiner Karriere unter anderem für den SV Werder Bremen, Schalke 04 und Besiktas Istanbul spielte und 24 Länderspiele für Deutschland bestritt. Aufstieg in die erste Liga als Ziel. Beim aktuellen Tabellenfünften der NordicBet-Liga verfolgen die neuen Besitzer laut eigener Aussage keinen kurzfristigen Plan. Wir sind auf lange Sicht hier und haben den Wunsch, Næstved BK in allen Bereichen zu bewegen und zu entwickeln. Es gibt bereits eine gute Basis und wir haben einen klaren Anspruch, die starken lokalen Wurzeln zu erhalten, die seit jeher die Basis von Næstved BK sind. Dennoch sei die Zielsetzung, schnell in die erste Liga aufzusteigen. Unterstützung bei der Verwirklichung dieses Ziels erhalten Ernst und sein Partner dabei von einem weiteren ehemaligen Bundesliga-Profi. Altın Lala soll in Zukunft den Markt in Osteuropa beobachten.